Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Drachensang Online. Diesmal wieder das Tagebuch. Es war erstaunlicherweise wie in der letzten Woche 25,6 Spielstunden. Das fand ich extrem erstaunlich, dass ich genau das gleiche geschafft habe. Und nur so einmal, wie war was, wollte ich sagen? Nur mal so als jetzt krasser Vergleich. Ich dachte mir so, vielleicht haben sie die Droprate der Cubes irgendwie runtergeschraubt. Ich habe mit der gleichen Spielzeit, gleichen Anzahl an Spielzeit. Letztes Mal waren es 265. Und diesmal sind es 408. Das heißt, ich habe letzte Woche irgendwie falsch rumgepimmelt. Ich habe keine Ahnung, was gemacht. Und hier habe ich mal gesagt, ich farme eine komplette Woche nur Q3 Map 1. Ich habe auch etwas optimiert. Man kann sehen, ich habe etwas mehr Speed. Hab hier noch ein bisschen Run Speed geskillt. Hier noch so ein Speed Buff geskillt, den weggemacht, weil die sind so schnell down. Peng. Durch den Stein kann ich ein paar Sachen mehr Dingsbumsen und beziehungsweise ich habe einfach mal meine Glyphen zusammengepackt und meine Waffe auf 55 gemacht. Es gab einen deutlichen Damage Boost. Kurz mal die Essenzen raushauen. Den wird man jetzt natürlich nicht merken. Aber jetzt. Nämlich 100 Damage gab es quasi mehr. Kann man ja jetzt quasi sehen. Leben und so ist jetzt mal egal. Was passiert ist, ist halt, ich habe mich vom Kalistrause verabschiedet, weil ich wollte dann halt doch mehr Damage. Weil ich habe den mittlerweile auch eingeschmolzen, soweit ich weiß. Ja. Und werde dann. Nur so, diese ganzen Runs sind in einer Woche erfarmt worden. Also 71, beziehungsweise nahezu 72, weil drei Fragmente brauche ich noch. Also sagen wir mal 70 in einer Woche habe ich geschafft zu erfarmen. Und hier eine Menge Steine. Ich habe das zweite Bandfach mittlerweile leer. Ich habe jetzt einmal gesagt, so viele Lager-Items, die du hast und dann so viel Inventar, was drauf geht, sagst du einfach nein. Ich habe jetzt hier noch ein paar liegen. Wo ich gesagt habe, die behältst du noch. Damit du überhaupt noch ein bisschen Lager hast. Kurz mal eben sortieren gehen. Ist gerade ein schöner Bug hier. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Die sind auch nahezu alle voll. Leute, wie hat sich das denn hier gestapelt? Hier auch noch ein schön alter Buff. Hab mich auch dafür, also von den alten Heiltränke sind nicht leer geworden, aber ich habe auch einen Platz weggenommen. Dadurch habe ich das Teil jetzt hier, was wechsle ich öfters mal aus. Und kurz mal auf die Zeit gucken. Ich will ja die relativ kurz machen. Also 25,6 Spielstunden waren es. Übertrieben krass viele Cubes. Hier sieht man jetzt wieder eine Einblendung. Vielleicht sagt man ja jetzt auch schon die ganze Zeit, wie sich das verändert hat. Wie gesagt, jetzt auf ist quasi jetzt auch so normal Farm. Aber ich sag mal, es hat auf jeden Fall etwas Damage mehr gegeben. Und ja. Defensiv, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich. Defensiv ist die Brüssi ein bisschen weggegangen. Einfach weil ich den Kalistor so nicht mag. Aber ist mir egal. Den braucht kein Mensch. Nee, also. Ich bin lieber so jetzt unterwegs und fahre jetzt eben schnell Q3. Wenn ich nochmal auf tödlich farme, muss ich mal etwas überlegen. Aber das passt. Das wird sich so alles ergeben. Beziehungsweise. So ein. Das ist quasi genau der Rüstungswert, den ich haben möchte. Und deswegen werde ich auch mal testen. Wie es denn ist mit diesem Rüstungswert in tödlich zu fahren. Bin ich mal gespannt drauf. Gibt es sonst noch irgendetwas Geiles? Ja, okay, er hat eben beim Farm ist mir noch eine geile Sache passiert. In einem Run 6 Cubes und 3 davon von einem einzigen Gegner. Das war relativ krass. Ansonsten hier noch einmal die Steine hergezeigt, eben schnell. Hat sich jetzt irgendwie jetzt auch nicht so viel getan, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich glaube, ich war auch noch nicht hier beim Craften, habe ein paar neue Items, zum Beispiel sowas, habe ich mal aufgehoben. Oder sowas. Das kommt quasi als Zusatz-Item. Also ich will zwei lila Items mit zwei goldenen Verzauberungen und dann brauche ich jetzt auch noch irgendeinen Zusatz. Und das ist zum Beispiel das erste Zusatz-Item, was ich gesagt habe. Ja, hält mal. Hier Run-Speed-Schuhe, bevor, solange ich noch nicht die Grimmack-Schuhe habe, werde ich mir mal irgendwelche Run-Speed-Schuhe holen. Ja. Beziehungsweise die werde ich mir auch noch irgendwie zusammen craften. Da man ja umwechseln kann und ich. Und dann packe ich die ganzen Speedsteine. LOL. Was für ein Wort. Speedstein. Einfach in so eine Run, in so ein paar Run-Speed-Schuhe, damit ich übertrieben schnell bin. Und wechsle das halt immer um. Bei Boss-Runs braucht man die Steine dann eh nicht. Im PvP wird dann es allerdings so sein, dass ich dann einfach die Grimmack-Schuhe hinternehme und dann halt da Run-Speed-Steine reinkommen. Weil im PvP muss das schnell sein, habe ich gemerkt. Eventuell ein bisschen Damage hier weg von nehmen und ein bisschen mehr Run-Speed skillen. Ist eventuell eine Option, weil man bekommt ja hier wieder auch Damage davor dazu. Ich habe echt ein bisschen PvP gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich guck mal wöchentlich. Ja, ich glaube, zwei Matches waren es. Oder drei. Hat auf jeden Fall ein bisschen gebockt. Aber mit, wie heißt es denn, die Videos, die PvP-Videos, die ich machen wollte, hat leider nicht geklappt. Dafür war dann irgendwie doch zu wenig Zeit, beziehungsweise zu wenig Elan. Hab mich auch wieder erkältet und das Video geht zu lang. Also, das sind Stats. So sind die Veränderungen. So viele Cubes. Richtig geil. Hat auch Spaß gemacht. Gleiche Spielzeit wie letzte Woche. Extrem. Bis zum nächsten Video. Ciao.